Neuer Tag, neuer Booster, Folge 1432. Das ist er. Der letzte Booster aus dem Display Ancient Guardians, das wir ja hier geöffnet haben. Es gibt heute natürlich wieder das Ordner-Update für euch, wo ich euch zeige, was noch fehlt und was wir abgestaubt haben. Und ab morgen geht's dann weiter mit dem nächsten Display. Steht schon bereit und da freue ich mich auch schon drauf. So, vielleicht haben wir ja heute nochmal Glück und ziehen eine Collectors Rare im letzten Pack. Das wäre doch nochmal ein Highlight, oder? Phlogos, der Achtheitsunermessliche. Zünster Prominence, der sprengende Drachobezwinger. Venominion. Nee, Venominon. Oh, ich habe immer wieder Schwierigkeiten mit diesem Namen. Der König der giftigen Schlangen. Dann haben wir Venominaga, die Gottheit der giftigen Schlangen. Beide im gleichen Pack drin hier. Dino Wrestler, Pankatrops, Pankratops. Entschuldigung. Schädelmeister. Und die letzte Karte. Ursarktischer Mikais. Ja, leider keine Collectors Rare in diesem Display. Es kann natürlich auch sein, dass nicht in jedem eine vorhanden ist oder dass die halt in einem der weggepackten Booster ist. Ich sortiere die Karten jetzt schnell ein und ja, dann sehen wir uns gleich wieder im Ordner-Update. Zum Ordner-Update, wie auch immer. Bis gleich. Und da sind wir mit dem Ordner. Ja, ich habe hier wieder einen von Yu-Gi-Oh! Mit diesem Holo-Effekt vorne und hinten. Finde ich immer ganz nice, auch was die Artworks angeht. Die habe ich mir mit dazu bestellt. Ich hatte ja erwähnt, dass ich schon ein relativ großes Yu-Gi-Oh!-Paket bekommen habe, hatte von meiner letzten Bestellung. Ja, erste Seite, da fehlen uns jetzt hier drei Karten. Ich habe vorher auch geschaut, ob die Kartennummerierung hier bei 1 oder bei 0 losgeht. Bei einigen Sets ist die allererste Karte nämlich mit der Sammlernummer 0 versehen und dadurch rücken ja alle Karten dann eben eine Stelle nach hinten. Hier beginnt es aber mit der 1, die fehlt uns an dieser Stelle auch. Ich habe jetzt aber nicht geschaut, welche Karten das sind, die mir hier fehlen, weil ich möchte mich da immer nicht spoilern. Außerdem fehlen hier noch die Nummern 7 und 8. Hier unten haben wir eine Ultra Rare. Der Rest sind zwei Rare-Karten und ja, die anderen drei, die jetzt hier noch einsortiert sind, sind Super Rare-Karten. Jetzt bin ich fast nicht drauf gekommen. Seite 2 beginnt oben auch mit einer Super Rare. Dann haben wir in der Mitte eine Rare-Karte. Achtheitsursprung. Daneben Achtheitskuhle, ebenfalls eine Rare. Achtheitsruf, eine Rare-Karte. Hier haben wir wieder eine Super Rare mit dazwischen. Hier unten fehlt mir die Nummer 17 an der Stelle. Ja, auf der nächsten Seite auch wieder drei Karten, die uns fehlen. Oben eine Super Rare als erstes, La Solfacord Angelina. Dann haben wir hier auch nochmal eine Super Rare, Solfacord Harmonie. Hier unten nochmal eine Super Rare dazwischen, Ursarktischer Mikais. Ja, der Rest sind Rare-Karten. Nächste Seite fehlt eine und zwar die Nummer, jetzt muss ich erstmal gucken, Nummer 34. Hier haben wir auch wieder, war das auf der Seite? Ja, eine Ultra Rare und zwar hier unten, Ursarktischer Großer Bär. Und hier ist auch noch eine, sehe ich gerade, Ursarktischer Polari. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, weil ich das Artwork sehr, sehr nice finde. Insgesamt muss ich sagen, sind hier ziemlich viele Holo-Karten in diesem Set enthalten. Also ziemlich viele Super Rares, aber gut, dadurch, dass man sowieso in jedem Booster eine Holo dabei hat. Ja, auf der nächsten Seite hier fehlt uns dann noch eine, die Nummer 38. Und hier ist jetzt außer Rare-Karten und die Super Rare oben kein weiteres Highlight mit enthalten. Ursarktischer Gleiter hier oben links ist halt die Super Rare-Karte. Und dann kommen wir jetzt schon zu den letzten beiden Seiten. Die haben wir komplett. Alle beide sogar, weil das Set geht ja nur bis Nummer 60. Ich muss jetzt nochmal gucken, war jetzt hier noch was Krasses mit dabei? Na, ich glaube, hier haben wir eine ganze Seite nur Rare-Karten. Auch sehr interessant. Und auf der letzten Seite dann auch nochmal 6 Rares zum Abschluss. Ja, insgesamt gesehen bin ich recht zufrieden mit der Ausbeute. Ich glaube, 9 Karten haben uns jetzt gefehlt, wenn ich mich nicht verzählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Und dann hier vorne waren auch nochmal drei, ne? Genau, 7, 8 und 9. Ja, ein zweites Display würde sicherlich nochmal ein paar Lücken schließen, aber ich glaube nicht, dass wir mit zwei Displays dieses Set hier komplett haben. Ist aber auch für mich jetzt erstmal nicht vorrangig. Ich habe schon das nächste Display am Start. Es ist wieder ein Yu-Gi-Oh! Set und da freue ich mich schon sehr, weil in dem nächsten täglichen Booster-Set beziehungsweise in dem nächsten Display, was wir ab morgen öffnen, gibt es eine Karte, die ich unbedingt haben möchte. Das ist nämlich eine meiner absoluten Lieblingskarten aus Yu-Gi-Oh! Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal hier wieder bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.